Moin, in diesem Video geht es um den letzten Bosskampf im Turm von Latria in Demon's Souls. Als Teil meiner Serie zum Besiegen der Bosse von Demon's Souls zeige ich euch hier, wie ihr mit dem alten Mönch fertig werdet und warum dies eine gute Stelle ist, die Trophäe ungebetener Gast zu bekommen. Der alte Mönch ist ein merkwürdiger Boss in gleich vielfacher Hinsicht. Die erste Merkwürdigkeit ist, dass er eigentlich kein richtiger Boss, sondern eher ein schwarzes Phantom ist, das vom alten Mönch beschworen wurde. Ihr seht das an der roten Kontur um den Boss herum. Schwarze Phantome sind in Demon's Souls auch PvP-Spieler, die in eure Spielwelt eindringen. Und genau das ist auch mit dem alten Mönch möglich. Ihr könnt hier auf einen anderen menschlichen Gegner stoßen, der den computergesteuerten Boss ersetzt. Das macht diesen Kampf komplett unberechenbar, denn ihr wisst eigentlich nie, was der menschliche Gegner mit euch anstellen wird. Falls das Spiel aber keinen Menschen findet oder ihr in den Spieleinstellungen aus dem Hauptmenü in den Optionen Netzwerk die Starteinstellung auf Offline wechselt oder direkt auf der Konsole die Internetverbindung gekappt habt, ja, dann kämpft ihr gegen den normalen künstlich gesteuerten Boss. Vorteil dabei ist vor allen Dingen ein berechenbareres Angriffsmuster, auf das ich gleich zurückkomme. Vorher aber noch ein wirklich wichtiger Hinweis, der viele Spieler immer wieder überrascht. Normalerweise lauft ihr nicht in Gefahr, in PvP-Matches verwickelt zu werden, solange ihr als Phantom spielt. Ja, eigentlich. Hier ist das aber anders, denn beim alten Mönch könnt ihr auch dann, wenn ihr als Phantom spielt, auf einen Eindringling treffen. Auch das macht diesen Kampf besonders. Egal, ob ihr nun gegen einen Menschen spielt oder nicht, die Arena ist relativ klein und bietet kaum Deckung. Es stehen eine Menge Stühle herum, passt auf, dass ihr oder eure Zaubersprüche nicht am Gestühl hängen bleibt. Der künstlich gelenkte Boss liebt den Faustkampf und wird deshalb versuchen, euch in den Nahkampf zu verwickeln und mit einer Serie aus Uppercut und schnellen Fausthieben zu verletzen. Der Mönch hat dabei ganz schön Wucht in den Schlägen, im mittleren Bereich setzt er euch mit den Seelensuchpfeilen unter Druck. Die Zahl der Seelensuchpfeil-Orbs hängt vom Gesundheitszustand des Bosses ab. Je stärker ihr ihn bereits geschwächt habt, desto mehr Orbs zaubert er. Und fies ist dabei auch, dass der Boss die Orbs praktisch ansatzlos selbst im Laufen oder während eines Angriffs zaubert. Es ist also nicht möglich, ihn dabei zu unterbrechen. Die Orbs benötigen rund 2 Sekunden, bis sie euch erfassen und automatisch auf euch feuern. Jedes Projektil, das euch trifft, richtet Schaden an. Es gibt 3 Möglichkeiten, den Schaden abzuwenden oder zu mildern. Ihr könnt die Projektile blocken, durch Rollen ausweichen oder sie ins Gestühl krachen lassen. Und statt zu rollen könnt ihr auch seitlich gehen, damit weicht ihr den Projektilen ebenfalls aus. Und dann wäre da noch ein Ärgernis, wenn ihr zu weit weg bleibt vom Boss, dann zaubert er aus seinen Fingerspitzen ebenfalls ansatzlos Projektile, magische Projektile, die euch ziemlich hart treffen und die ihr ebenfalls nicht unterbrechen könnt. Ich empfehle zum Angriff Zauber auf mittlere Distanz einzusetzen. Auf weite Distanz wird der Boss den meisten Angriffen ausweichen. Lasst ihn also etwas herankommen und feuert aus der Rückwärtsbewegung, wenn der Mönch auf euch zuläuft. Ich empfehle für den ersten Spieldurchgang den Zauber an Seelenpfeil, weil der Zauber den Boss in seiner Bewegung sehr effektiv stört. Das macht den Kampf ausgesprochen einfach. Lauft rückwärts mit Blick auf den Boss, feuert eure Zauber und die Sache ist rasch erledigt. Noch schneller geht dies mit den Seelensuchpfeilen in späteren Spieldurchgängen. Und falls ihr den Nahkampf bevorzugt, dann bedenkt doch bitte, dass dies auch die Stärke vom Mönch ist und ihr den Angriffen dann ausweichen müsst. Versucht nicht in seine Combo zu geraten und greift ihn dann an, wenn er seine Combo in die leeren Laden hat. Ihr könnt auch eurerseits die Initiative ergreifen und schnell auf den Boss einschlagen und ihn dabei auch in seinem Angriff stören. Bedenkt aber, dass der Boss den Angriff auch kontern kann und ihr wollt nicht in seine Gegenschläge geraten. Ein perfekter Moment für den Angriff ist, wenn der Boss seinen Angriff ins Leere hat laufen lassen, dann könnt ihr mit etwas Glück hinter seinen Rücken gelangen und ihm dort mit eurer Waffe ins Kreuz fallen. Das richtet schön viel Schaden an. Und ansonsten ist dieser Moment, wenn der Boss ins Leere geschlagen hat, auch ein guter Moment zum Heilen.
ist der Boss besiegt, habe ich eine großartige Nachricht für euch. Aber ich dazu komme noch ein kurzes Wort zum PvP. Falls euer Mönchboss von einem echten Spieler gesteuert wird, ist der Kampf sehr viel unberechenbarer. Es kommt vor, dass die Verbindung zu eurem Gegner verloren geht oder dass er das Spiel aus Schreck verlässt. In diesem Fall gewinnt ihr den Bosskampf ganz ohne Gegenwehr und habt eine sehr leicht verdiente Boss-Dämonenseele erhalten. Herzlichen Glückwunsch! Kommt es dagegen zu einem PvP-Match, achtet beim Betreten des Bossraums auf die beiden Nischen neben dem Eingang. Oft verstecken sich hier eure Gegner, manchmal versuchen sie auch gleich, euch in den Rücken zu fallen. Rollt am besten schnell nach vorn, um das zu verhindern. Ansonsten kann ich keine allgemeinen Ratschläge erteilen, denn jeder Spieler kämpft auf seine eigene Weise. Ist euer Gegner ein Zauberer, weicht den Angriffen aus und sucht den Nahkampf. Ist es dagegen ein Nahkämpfer, versucht das Gegenteil und setzt ihn aus der Ferne unter Druck. Ansonsten, nun ja, es hilft die Improvisation. Ihr macht das schon. Falls ihr euch fragt, wie ihr selbst den Mönch spielen könnt, dann gibt es darauf zwei Antworten. Für beide Wege ist Voraussetzung, dass ihr als Phantom spielt, also nicht in Körperform. Die erste Möglichkeit ist, euren Schwarzaugenstein zu platzieren. Das verwundert wenig, denn er ist ja für das Eindringen in andere Spielwelten gedacht. Überraschend ist aber, dass ihr auch über euren Blauaugenstein als Boss beschworen werden könnt. Das ist überraschend, weil der Stein ja eigentlich gedacht ist, um anderen Spielern zu helfen, statt sie zu bekämpfen. Platziert ihr den Stein an einem beliebigen Ort im Turm von Latria, also in irgendeinem Gebiet wie 3-1, 3-2 oder direkt vor der Treppe hoch zum Boss, besteht eine Chance, als Boss in eine andere Welt einzudringen. Und falls ihr aus Versehen als Boss beschworen werdet, etwa weil ihr eigentlich eurem Freund mit eurem Blauaugenstein helfen wolltet, dann könnt ihr den Weißaugenstein benutzen und in eure Spielwelt zurückkehren. Das ist wichtig, denn spielt ihr als Eindringling und seid ihr siegreich, dann verändert sich eure Charaktertendenz in Richtung Schwarz. Das sollte zumindest bedacht werden. Und damit komme ich auch zu den Folgen, wenn ihr als Eindringling spielt. Siegt ihr als Eindringling, verändert sich, wie eben gerade erwähnt, eure Charaktertendenz in Richtung Schwarz. Für euren Sieg als Eindringling habt ihr eine Chance auf den Mönchsturban. Ihr könnt den Turban nur im PvP erhalten, also nicht mehr auf der PlayStation 3, weil dort die Server ja nicht mehr funktionieren. Ihr erhaltet auf der PlayStation 5 die Trophäe ungebetener Gast im Fall eines Sieges, denn es ist ja ein PvP-Match, in dem ihr als Eindringling in der Welt eines anderen Spielers spielt. Und das hier sind mögliche Folgen, wenn in eure Welt eingedrungen wird. Besiegt ihr den Eindringling, dann verändert sich eure Charaktertendenz Richtung Weiß, denn ihr habt ja ein schwarzes Phantom besiegt. Besiegt ihr den Eindringling, ist der Bosskampf gewonnen, ihr haltet die Dämonenseele und schaltet den Kai-Stein frei. Apropos Dämonenseele, ich hatte euch zuvor großartige Nachrichten versprochen, also will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ihr haltet hier die goldene Dämonenseele auf der PlayStation 5. Auf der PlayStation 3 heißt dieselbe Dämonenseele, gelbe Dämonenseele. Großartig daran ist, dass ihr mit dieser Seele sehr viele gute Dinge anstellen könnt. Schmied Ed kann daraus in Verbindung mit einem schlichten Holz- oder Silberfokus den Wahnsinnsfokus schmieden, den stärksten Fokus im Spiel. Bedenkt nur, dass er auch eure Magiepunkte halbiert, es ist also eine Waffe für eher spezielle Zwecke. Die Hexe Yuria tauscht die Dämonenseele gegen den Zauber Seelendurst, Sankt Urbain tauscht sie gegen das Wunder Verbannung und nun zum eigentlichen Highlight, Frecke der Weise tauscht sie gegen den Zauber Seelensuchpfeil und den wohl mächtigsten Zauber im Spiel, der eben im Bosskampf auch vom Mönch gegen euch eingesetzt wurde. Wenn ihr schon mehrere meiner Demon's Souls Videos gesehen habt, wisst ihr, wie mächtig dieser Zauber im Kampf gegen Bosse ist. Seelensuchpfeil schafft euch die größten Probleme aus dem Weg. Er räumt blau- und rotäugige Ritter aus dem Weg, erledigt schwarze Phantome und ist hocheffektiv gegen die meisten Bossgegner. Und damit schließe ich mein Video zum alten Mönch ab, das mal wieder viel länger wurde als eigentlich geplant. Ich hoffe, dass euch das hilft und dass ihr wieder einschaltet, wenn es im nächsten Video zum Schrein der Stürme geht. Denkt an Like und Abo, falls ihr mögt. Und lasst mich wissen, falls ihr spezielle Videowünsche rund um Demon's Souls habt. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bye bye.